Bevor das Video jetzt anfängt, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir bei den Olympics mitmachen. Die Olympics sind so die olympischen Disziplinen auf YouTube und ihr könnt jetzt gerne mal hier klicken, ihr könnt in die Infobox klicken, ihr könnt hier oben klicken, weil wir haben da mitgemacht. Guckt euch das an und gebt am besten einen Daumen hoch, weil das würde uns dann weiterbringen. Und vielleicht schaffen wir ja das mit eurer Hilfe da bei den Olympics zu gewinnen, weil wir zählen wirklich auf euch, wir können nur durch euch können wir das schaffen, also gebt vielleicht einen Daumen hoch und wenn ihr keinen Account habt, dann guckt euch das Video aber an, weil auch ein Klick zählt schon was. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hey ihr da draußen, in meinem etwas skurrilen Leben passieren oft so Dinge, wo ich mir denke, warum habe ich das gerade gemacht? Oder es ist manchmal auch schon so normal, dass ich mich aber frage, haben das auch andere? Und deswegen haben wir heute mal ein Video für euch vorbereitet mit dem Namen Dinge, die jeder kennt, die jeder kennen sollte. Viel Spaß. Als erstes wäre da zum Beispiel, dass ihr irgendwie hochgeht, die Treppe hochgeht, in euer Zimmer geht und plötzlich gar nicht mehr wisst, was ihr da wolltet. Dass ihr irgendeinen Raum betritt, weil ihr, ich weiß nicht, ihr wolltet vielleicht nur was holen, ihr wolltet was nachgucken, aber plötzlich wisst ihr gar nichts mehr. Euer Brain ist wirklich so ein bisschen AFK, ist wirklich aus. Und ihr braucht erstmal so eine Minute, bis ihr irgendwie so alle Schritte zurückgegangen seid. Okay, ich war unten, jetzt bin ich hochgegangen, jetzt bin ich in meinem Zimmer und jetzt will ich. Ihr guckt euch so um und dann kommt ihr wieder da drauf. Aber ihr braucht echt unglaublich lange, bis ihr überhaupt wisst, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich glaube, das passiert nicht nur mir. Das müsste euch bestimmt auch schon mal oder zwei oder dreimal passiert sein. So, die zweite Sache ist, wenn man am Kühlschrank war, macht man so ganz vorsichtig den Kühlschrank zu und schaut da einfach so zwischen und wartet, bis das Licht ausgeht. Ja, so sieht das halt aus und ich finde das einfach irgendwie richtig lustig und ich glaube, das hat jeder von euch da draußen gemacht. Das nächste ist wahrscheinlich der Grund, warum mein Leben oft so unglaublich gut läuft. Nicht. Ihr denkt euch abends so, ja, ich bleib noch 10 Minuten wach, ich bleib noch 20 Minuten wach, ich bleib noch eine halbe Stunde wach, ich schaff das schon, ich stehe halt morgen vielleicht ein bisschen früher auf, leg mir den Wecker vielleicht auf meinen Schreibtisch, dass ich da aufstehen muss und ich bin schon fit morgen. Anstatt irgendwie vielleicht um 10 geht ihr dann um 12 Uhr, um 1 Uhr, um 2 Uhr irgendwie schlafen, so ja, kriegt das schon hin. Und am nächsten Morgen fragt ihr euch, wie konnte ich nur so doof, so blöd, so unglaublich dumm sein. Warum bin ich nicht früher schlafen gegangen? Ihr seid so unglaublich müde. Ihr könnt nicht mehr. Ihr schlaft schon fast ein irgendwie in der Schule. Okay, das ist normal. Wisst ihr, dann morgens nimmt man sich mal vor, ja okay, heute Abend gehe ich früher schlafen, dann bin ich nämlich morgens fitter und dann am Abend, ja, ich schaffe das schon morgen, bleibe ich noch ein bisschen wach. Das ist, warum begreife ich das nie? Die vierte Sache ist, wenn man seine Kopfhörer zusammenwickelt und das ordentlich und sie dann in die Hosentasche steckt und sie, keine Ahnung, nach einer Stunde rausholt, um Musik zu hören, dann sind sie einfach verknotet und du sitzt da keine Ahnung wie viele Stunden dran und kriegst sie einfach nicht auseinander. Ich bin ja schon sehr aktiv auf Instagram. Könnt mir da auch folgen. Heißt Fabian Grischkart und der heißt Leon Bäther und der da hinten, den ihr jetzt nicht sehen könnt, heißt dieser Kriegers. Aber pst, kein Weitersagen. Also ich bin oft auf Instagram und dann gehe ich so auf ein paar Profile und sehe dann oft so Leute, die machen so ein Bild irgendwie und das ist so perfekt, also als hätten die es irgendwie mit einer Spiegelreflex gemacht oder so, gucken irgendwie so, mit so einer Kappe und gucken irgendwie so, mir so Zunge so. Dann denke ich mir so, ja, okay, ich kann ja auch nochmal ein Instagram-Bild machen, hol so mein Handy so raus, geh so auf die Kamera, mach dann auch so, und mir so, okay, so den Arm so nach hinten und noch so die Zunge so leicht raus und lächeln. Kommt da irgend so eine Scheiße raus und ich sehe so richtig aus wie so ein Frosch. Wenn man am Handy nur noch 1% hat und man einfach wie so ein Geistesgestörter zu seinem Ladekabel läuft, weil man einfach nicht will, dass das Handy ausgeht, weil man gerade irgendwie ein YouTube-Video schaut oder so und dann steckst du dein Ladekabel richtig schnell rein und dann denkst du einfach nur so, puh, zum Glück ist es nicht ausgegangen, weil sonst hättest du das erst wieder anschalten müssen, dann hättest du wieder auf YouTube gehen müssen, dann hättest du das Video erst wieder suchen müssen. Also ich glaube zumindest, dass das so ist, dass YouTube sich dann direkt selber abmeldet, sag ich mal, oder ausschaltet. Aber auf jeden Fall, das mit dem Handy halt nur noch 1%, das geht mir auf jeden Fall so. Ihr trefft euch so mit einem Freund, ihr guckt ein Video mit dem, ihr seid so auf Instagram, auf Vine, auf Facebook und seht plötzlich so ein unglaublich lustiges Video, wo ihr guckt euch das 10-mal an und lacht euch schlapp. Und dieses Video wiederholt ihr im Laufe der nächsten Wochen immer. Immer wenn ihr euch seht und wo immer andere Leute um euch rum verstehen gar nicht, was ihr meint, weil ihr zitiert nur so ein Wort aus diesem
Video und schon müsst ihr anfangen zu lachen und könnt nicht mehr. Leute denken so, hä, was hat der denn jetzt? Weil man hat irgendwie nur so ein Wort aus irgendeinem Wein gesagt und sofort muss man lachen. Also vielleicht habt ihr das ja auch mit eurem besten Freund. Schreibt das mal unten in die Kommentare oder markiert euren Freund, eure Freundin, mit der ihr solche Momente oft erlebt. Kennt ihr den Moment, wenn das Video vorbei ist, was ihr geschaut habt, und ihr dann auf das Video von uns klickt, wo wir bei den Olympics dabei sind? Dann gebt dem Video doch mal einen Daumen nach oben. Nicht nur dem hier, was ihr gerade schaut, sondern auch dem von den Olympics. Gebt da einen Daumen hoch. Egal. Klickt euch das an. Genau. Schickt das euren Freunden, bitte unterstützt uns. Teilt das. Und das wäre einfach richtig Hammer für uns. Und ja, ich würde sagen, bis nächste Woche, Dienstag, Leute. Tschüss.